Unser neues Schul- und Bildungssystem. Und weiter geht's nach dem Intro. So, in meinem Politiker-Video hatte ich es ja schon mal kurz mit aufgezeigt und angesprochen gehabt. Es wird sich nichts mehr ändern, meine Damen und Herren. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne und auch die AfD, das ist Einheitspartei. Und wir mixen diese fünf Parteien, zumindest die AfD bis jetzt ja noch nicht, die mixen wir immer wieder neu in der Regierung. Seit 40 Jahren. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über dieselben Themen. Ich mache seit 31 Jahren Kabarett über Rente, über Gesundheit, über Staatsverschuldung, über Arbeitslosigkeit, über Steuergerechtigkeit, über Bildungsproblematik. Das sind so zentrale Themen in einer Gesellschaft. ADAC hat mich jetzt nie so wirklich interessiert. Jetzt zeigen Sie mir einen einzigen Bereich, wo diese fünf Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne, in den letzten 30 Jahren für den Großteil der Bevölkerung irgendwas verbessert haben. So, mit der Rente anfangen? Nee, lieber nicht, da fangen wir an zu weinen. Bildungspolitik lassen wir auch weg, ne? Das ist auch... Nee, nicht wirklich. Ja, mit unserem Bildungswesen. Fachidioten da, Arbeitsverweigerung da, Überbezahlte hier und da und vermeintlich ganz Schlaue, die sich heimlich über die Jahre hinweg bezahlen lassen oder sich im Homeoffice so automatisieren, dass ihre Anwesenheit gar nicht auffällt. Ja, und was für eine Zukunft soll das sein? Die Zukunft von den Kindern bleibt somit auf allen Ebenen ungewiss. Weil wenn sie dann auch ganz schlau sind und sich alles automatisieren und sich vor der Arbeit drücken, sind sie dann auf der anderen Seite dem Schicksal und Karma umso mehr ausgeliefert. Da könnten sie dann an sich noch so reich sein wie Elon Musk, mit seinem Asperger-Syndrom, indirekten Drogenproblemen und 11 Kindern, als Ausgleich der anderen Seite dann des Schicksals. Hat das eine super Qualität von einem Vater in der Erziehung? Oder man kann noch so intelligent sein, dass einen an den Rollstuhl auch nicht viel weiterbringt und fesselt, das sind dann irgendwo diese anderen karmischen Gegebenheiten. Was soll später aus den Kindern werden? Da die verdummten Mütter zu fragen, ist illusorisch. Kinder sollen sich frei entwickeln, aber dennoch der größte, beste, intelligenteste sein und schönste und Mamas Liebling und ganz stolz und wie sie sich da ihren kleinen Prinzen wünschen. Ja, willkommen nun herzlich in der Generation Z und den Transgendern. Und jede Mutter macht das natürlich ganz anders und viel besser und ja, sieht man ja da draußen. Und da ich mich immer wieder mit sehr vielen unterhalten habe, sowie auch auf Einigung treffe, möchte ich dies kurz mal noch öffentlich in den Raum so stellen, weil mir das im Leben selbst so widerfahren ist. Unsere Kinder sollten mit einer Grundausstattung für ihren Start ins Leben gewappnet und gerüstet sein. Was meine ich damit? Handy, Fahrrad, Computer und alles das, was die anderen Klassenkameraden ja auch so haben. Ist ja schon alles da. Mir ist aufgefallen, dass es einen Job, eine Arbeit bzw. ein Lernfeld gibt, was Kinder auch mit Freude ausüben können. Dinosch ist 13. Seit einem Jahr arbeitet er in dieser Weberei in Karur. Das war natürlich jetzt ein Scherz mit Dinosch, ja, nur leider traurige Realität. Nur er könnte auch schon seit Jahren basteln, kreativ sein, ausprobieren und entwickeln in der Informatik. Wie man hier sehen kann, ein Bit-Prozessor, lächerlich langsamer Bausatz, stößt auf großen Anklang. Lernen statt Rechnen. Ein Kind ab dem 4., 5. oder 6. Lebensjahr kann schon die einfachsten Dinge programmieren, zusammenstecken, aber darauf gehe ich dann gleich nochmal weiter drauf ein. Und über das Lernmaterial und den Lernfeldern während der Schulzeit möchte ich nur soweit ergänzend sagen, dass es stetig angepasst werden sollte. Die 10 bis 15 Jahre Schulzeit selbst stehen dabei gar nicht so im Vordergrund, weil nach der Schule sollen sie keine dreijährige Ausbildung mehr machen. Das ist ganz anders konstelliert gleich. Das hatte ich an sich auch so angefangen. Ist totaler Schwachsinn, weil man dann darauf erstmal kleben bleibt. Hängen bleibt, ja. Und alle, wirklich so 98%, die mir begegnet sind
wo ich dann sage, okay, wo ich dann gearbeitet habe, der hat früher was ganz anderes gelernt, gehabt und gemacht gehabt und hat dann einfach dementsprechend auch einen anderen Zweig weitergemacht, wo ich mir denke, okay, und habe das mal alles mal so hinterfragt und eine Frage gestellt. Und als ich das damals so angefangen hatte, mit 17 Jahren, den Kaufmann im Einzelhandel, musste ich diesen nach 2 Lehrjahren abbrechen. Ich war zu dieser Zeit bei meinen Großeltern und der Großvater war Pilot, meine Großmutter mit mir als 8. Kind, ja. Und war ihr Lebtag da an sich Mutter und Hausfrau und nach 43 Jahren Ehe trennte sich der Großvater und das zwang mich andere Wege als einfacher Helfer über die Zeitarbeitsfirmen erstmal was zu verdienen, also mehr zu verdienen. Und da kam ich wirklich querfeldein durch diese ganzen Berufsfelder. Auf dem Bau werden immer Leute gesucht und da ich schon beim Hausbau meiner Patentante mithelfen durfte, konnte ich natürlich schon mit als Maurer, Elektriker, Gerüstbauer, Gaswasserinstallateur, Dachdecker bis hin zur Küchenmontage eingesetzt werden und mithelfen. Da kommt man rum, lernt Leute und Handwerk kennen. Und wenn du als großer, dummer, junger Grünschnabel noch eine große Fresse hast, hast auch gleich die richtigen Handwerker um dich herum, ja. Das kann und darf gern jeder mal so 2, 3 Jahre in seinem Leben machen. Und dann bin ich in die Produktion gekommen und habe dann dementsprechend gewechselt. Zwar nicht mehr bei Wind und Wetter jeden Tag draußen, aber dennoch jeden Tag scheiß verkackte Fließbandarbeit oder Akkord geleistet werden muss. Und ja, da war ich in vielen Betrieben. In einem Betrieb war die Arbeit chillig, aber die Leute scheiße. Und in anderen andersherum. Und dann sah ich natürlich auch die Staplerfahrer und Lageristen. Mit 16, 17 Jahren sollten die Kinder wirklich Gabelstapler fahren lernen. Oder hier mal so kleine Zugmaschinen, bevor sie dann ein Auto bekommen. Damit einfach ein besseres Gefühl dafür bekommen. Und ja, wie soll man sagen, dieses Grundverständnis, einfach für die Charakteristik von dem Motor besser kennenlernen und. Wie mir ging das nur natürlich dann mit 18, 19 los und ich denke, das hätte man schon viel früher machen können, weil es macht keinen Unterschied, ob du eine Maus, eine Tastatur, einen Joystick oder einen Controller oder ein Gaspedal noch irgendwo nutzt, weil es ist irgendwo schon fast das Gleiche. Beim Gabelstaplerfahren kannst du natürlich viel kaputt machen, ja, natürlich. Und dementsprechend muss ich sagen, die Kinder, die sind da sowas von schnell, raffiniert und geschickt. Und als ich meinen Gabelstaplerschein gemacht habe, war da echt so ein 8-jähriger Junge, der Sohn vom Prüfer damals und ist das Ding gefahren, ohne sich anzuschnallen und was wir davor alles gelernt hatten. Ich dachte mir irgendwo nicht schlecht und es ist ja schlau. Und es ist sinnlos und schwachsinnig, da irgendwo, wenn man bei uns da diese Güterverkehrszentrum sieht, wie da erwachsene Menschen mit 40 Jahren solche Zugmaschinen dann drinnen sitzen und da irgendwo Frauen und Männer einzusetzen. Wenn das Kind da kommt, du Mama, Papa, was hast du heute da wieder 8 Stunden in der Arbeit gemacht? Ja, ich bin mit der Zugmaschine im Kreis gefahren, hab der Einzige, der nach der anderen geraucht. Das ganze Leben, oder? Seid mal ehrlich. Und ja, mit so einem Gabelstapler zum Beispiel fährt man zum Beispiel, wenn es passiert, Millimeter genauer. Da kann man es dann auch wirklich. Und die Dinger gibt es in allen Größen. Die Kinder sollen, ja, und lernen somit die Infrastruktur ihrer Heimat. Wollen die damit kennenlernen. Also sie sehen, was die Eltern davor schon aufgebaut und geschaffen haben, damit das alles mal so technologisiert und reibungslos läuft, wie die Eltern das über die Jahre hinweg hart körperlich nicht nur durchgehalten, sondern auch standhaft waren, sondern auch ihre Ideen haben mit einfließen lassen, damit es später mal die Kinder auch leichter haben, damit so eine fette, dumme, faule Brut nicht meinen muss, es ist alles so anstrengend im Leben. Es reicht, wenn die Kinder ab 20 irgendwann volljährig eingestuft werden. Und bis dahin verpassen die eh nichts und bis dahin können die auch gedrosselt und gesondert fahren. Und weil die Fahranfänger brauchen auch kein 300 PS-Auto. Welche Rechte braucht ein Teenager schon, außer dass er jederzeit von zu Hause ausziehen darf, um seinen eigenen Lebensweg zu bestreiten? Warte mal ehrlich. Diese jungen Idioten wählen auch nur die Partei, was sie für richtig glauben und in 20 Jahren lustigerweise nicht mehr wählen würden. Zudem ist es nur der verdummte verlängerte Arm der Eltern. Unterhalte dich doch mal mit einer 18- oder 30-jährigen Mädchen über soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Da kannst du gleich eine Kiste Bier aufmachen, einen Joint ranzünden und ja, aber der Mann, der soll mal viel Geld verdienen. Mit was? Das wissen sie selbst auch nicht. Und sie beantworten hier nur mit einem vielleicht, ja? Wir Männer brauchen kein Geld. Wir brauchen nur uns. Wir Männer sind auch mit 30 eigentlich noch nicht einmal erwachsen. Und
wenn man mit 25 oder 30 schon Kinder hat, ja, man ist halt meist noch nicht ganz reif oder dementsprechend erwachsen und erfahren genug. Deswegen denkt mal nach, wenn die Kinder über 10 Jahre Informatikerfahrung durch die Schulzeit gesammelt haben, dann können sie alles digital ansteuern. Das heißt, sie können programmieren und damit Mikrocontroller, die Motoren, Sensoren oder gar Relays für Temperatur, Licht und so weiter alles hernehmen. Wie man hier zum Beispiel im Bild sehen kann. Mit so einem kleinen Controller kann man zu Hause alles komplett ansteuern. Von den Rollos bis hin zur Lampe, bis hin zum Deckenventilator, keine Grenzen gesetzt. Das ermöglicht ihnen dann, die Handwerksberufe zu autonomisieren und digitalisieren. Denkt doch mal nach. Sie können nicht nur Häuser drucken oder mit den Ziegeln, ja, wie man hier mit dem Roboterarm bauen, was schon in 2 Tagen fertig ist, das ist ja, cool, sondern ganze fertige Seitenwände in der Firma mit dem PC gestalten. Wo Rohrleitungen, Heizungen, Fenster, Kabelschächte, das ist alles abgedeckt. Gaswasserinstallateur bis hin zu Elektriker, bis hin zum Fenster, also bitte, also da ist doch alles drin. Wo halt dann auch Maschinen vorgefertigt werden und dann dementsprechend, wie hier im Bild, dass dann einfach nur noch vor Ort das Haus dann zusammengesteckt wird. Das ist der richtige Richtungsweg. Roboter zu entwickeln, die Maschinenbau übernehmen, sowie Elektrotechnik in der Informatik. Unsere Handys, Computer, Autos, Häuser, da werden diese Maschinen bereits angewandt. Handwerk und Digitalisierung in einem. Und was soll jetzt dein Sohn bitte lernen oder studieren? Und das ist jetzt nur noch, das ist jetzt, was du jetzt darauf antwortest, ist nur noch obsolet und schwachsinnig, weil das vereint ja schon alles. Deswegen, wenn er einen Handwerksberuf machen soll, schön und gut. Wenn er irgendwo einen Lehrberuf machen soll und sagt, ja, okay, er studiert noch was dementsprechend dazu, entwickelt das Ganze weiter, es kommt immer wieder auf dieses Gleiche hinaus. Und in diesen Zweigen, das ist etwas, ein Handwerk, was ein Mann können muss, weil jeder Mann muss ein Haus bauen können, muss dazu in der Lage sein, eine Überdachung zu schaffen, für sich und seine Familie. Also mit diesem Prinzip, dass man sagt, okay, über die Personaldienstleister sind sie auch diesen ganzen sozialen Einflüssen erstmal ausgesetzt. Dann fliegen sie halt mal nach ein paar Tagen aus dem wieder raus. Dann gehen sie aber nun in einen anderen Betrieb rein. Wenn das wieder passiert, oh, jetzt müssen wir sich mal langsam zusammenreißen, sonst gibt es halt keinen Abschluss, kein Zeugnis oder wie auch immer. Es heißt ja nicht umsonst, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. So verteilt sich ihre Energie auch besser. Die sollen doch etwas rumkommen und etwas sehen und lernen von der Welt. Ganz bestimmt nicht im Urlaub auf dem Ballermann oder sonst irgendwo. Und auf die Generation Z braucht man nicht mehr viel geben. Da versagen nicht nur die Liebe, sondern auch jeglicher Verstand bei der Erziehung des Kindes. Und ist nun mal nichts Besseres. Sehe es so, im nächsten Leben. Wenn ich als Kind nicht ausreichend gefördert und ausgelassen bin, kannst du dein Kind gern auf eine Privatschule und da erstmal schützen, bevor ich es dann am Arbeitsplatz tyrannisiere. Dein Kind kann gern der intelligentere Betriebsrat von der Firma sein, bringt aber nur nichts, wenn der stärkere Maurer oder Gerüstbauer ihm den Schädel einschlägt, ja? Bevor ich das dann noch ewig so weiterführe. Wenn alle den gleichen Umfelds- und Wohlstand irgendwo erreicht haben und erreicht sollen, haben wir mehr Gleichgewicht, Fairness, Chancengleichheit. Es fehlt an Kreativität und vor allem Ehrgeiz. Es steht ja nicht umsonst hier und es wird ja auch an sich nicht besser. Gravierender Bruch zwischen Babyboomen und Generation Z. Falsch verstanden. Generation Z faul, desinteressiert, smartphonesüchtig. Generation Z floppt in der Arbeitswelt. Dann geringe Sorgen um die berufliche Zukunft. Generation Z sind die illoyalsten Jobber aller Zeiten. Die Generation Z macht Arbeitgeber ratlos. Generation Z, Enthaltsamkeit ist der neue Rausch. Generation Z in der Arbeitswelt. Einfach so weitermachen geht halt nicht. Familienbild im Wandel. Der deutsche Vater ist ein Versager. Und das heißt, ein scheiß langweiliges Leben. Ohne Drogen, wo eine Frau die Männerrolle noch im Haushalt übernehmen muss und Scheiße, und wollen nichts arbeiten und verdienen schlecht und in einer sozialen Marktwirtschaft, wo eh nichts mehr vorangeht. Also bitte, Arbeit gibt es genug. Und unser gesamtes Wissen, unsere gesamte Bildung stecken wir ja schon in unsere KI, weil künstliche Intelligenz werden wir immer wieder anstreben, egal wie oft wir aussterben. Elektrik, Vernetzung, Digitalisierung ist einfach so. Dann kommt erstmal, ja, wenn man sagen kann, eine Grundversorgung für uns Menschen. Bei uns in Deutschland muss keiner Hunger leiden. Das Gegenteilige ist der Fall, ja. Und wenn du sagst, hier,
Braucht man alles nicht, diese Digitalisierung, Handy und so weiter. Dann geh doch einfach mit deinem fetten Arsch zu Fuß einkaufen. Schmeiße den Fernseher, Handy, Computer raus und langweile dich mit den Kindern so, dass sie dich den ganzen Tag nur noch im Wald nerven. Also Informatik ist etwas, was man schon als kleines Kind leicht lernen kann und verstehen kann. Und ich rede hier von 5- bis 6-Jährigen mit den einfachsten Codes und 1-Bit-Computeraufgaben. Wenn sie das bis zu ihrem 15. oder 17. Lebensjahr durch den Schulweg soweit alles kennengelernt haben, wäre es sehr von Vorteil, wenn unsere Personaldienstleister, also Zeitarbeitsfirmen, sie rundherum in der Heimat einsetzen. Entschuldigung. Ein bezahltes Praktikum sozusagen. 3 bis 5 Jahre. Wo sie dann einfach noch jung sind, anpacken, sich was verdienen können. Als Maurer, Gerüstbauer, Trockenhausbauer, Dachdecker, Elektriker, Metallbauer, Bäcker und so weiter. Damit sie mal rauskommen, wie gesagt, ihre Stadt, ihre Heimat kennenlernen, damit sie mal sehen, was die Eltern schon geleistet und erarbeitet haben. Dabei wäre es gut, dass sie zugleich auch vorab den Führerschein, ja, den sie als Gabelstaplerfahrer, Zugmaschinenfahrer dann so am Ende dieser Ausbildung machen oder so zwischendrin, dann ebenfalls dann einzusetzen, weil sie einfach jung sind und das schnell raus haben. Da werden sie mit einem viel besseren Bewusstsein auf den Start ins eigene Leben vorbereitet. Und diese Zusammenfassung packe ich gleich noch in den Vorspann, das Video hier. Also Zusammenfassung. Zuerst im Kindergarten, im Grundschulalter mit den einfachsten Informatik- und Elektronikaufgaben, die aufwachsen lassen. Während der Schulzeit werden sie dann auf das Wichtigste sozial- und bildungstechnisch vorbereitet. Und ab dem Teenageralter können sie dann problemlos wie ein vollbezahlter Job als Praktikum über die ganze Zeitarbeit dementsprechend ihre Erfahrungen machen, wo sie erstmal ein paar Monate jeweils, wie gesagt, Elektriker, Gerüstbauer, Trockenbauer, Bäcker, Maurer und so weiter arbeiten. Immer nur so ein Quartal, reicht vollkommen aus. Und dann regt man damit natürlich deutlich die Kreativität an. Das sollte dann irgendwo, dass man dann sagt, hier in euren Kindern zeigen, dass man sagt, okay, was kommt dabei raus? Man hilft sich gemeinsam, ihr schaltet das alles dementsprechend vor, geht die Baupläne nach und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe meinen Informatiker erst letztes Jahr abgelegt und bin zwar mit der Schulzeit dementsprechend damit aufgewachsen, mit Computer und so weiter, und tue mich da auch relativ einfach, leicht und gut. Und wo geht's denn anders hin? Dahingehend, es wird ja mal irgendwann mal alles digitalisiert und autonom draußen von den Feldern abgeerntet, GPS überwacht, das ist ja schon alles da. Und dahingehend, wie viel Raffinesse, ja, wie viel Cleverness bieten wir? Und da haben wir eigentlich dann damit die besten Chancen mit. Handwerk und Digitalisierung. Gibt es so weiter.